Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Eco Verde Mixed Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender kommt von der Homepage Eco Verde, kostet 74,99 € und enthält die ganzen Naturkosmetikprodukte, die es halt dort auf der Homepage gibt. Und genau, das ist der Mixed Adventskalender. Es gibt auch noch die vegane Variante, deswegen war ich gerade so ein bisschen schusselig. Ne? Die stelle ich auch noch auf diesem Kanal vor. Ich weiß noch nicht genau, welcher von beiden eher online kommt. Ja, aber wir gucken mal auf jeden Fall rein. Der ist auf jeden Fall noch verfügbar, habe ich eben geschaut. Und schaut so aus. Letztes Jahr fand ich den auch echt gut, muss ich sagen. Und dann kann man einfach diese Pappe von vorne entfernen, weil das sind Schubladen. Und damit die halt nicht rausfliegen, ja, ist da halt diese Schutzgeschichte drüber. In der ersten Schublade haben wir etwas von Dr. Scheller drin und das hier ist mit Argan und Amrand eine Antifaltenpflegetag. Straffend, anspruchsvolle Haut und hier sind 10 Gramm drin enthalten. Die ist uns auch schon mal öfters so ja, in Boxen über den Weg gelaufen, würde ich jetzt einfach mal sagen, die Marke. Ne? Da hatte ich auf jeden Fall schon mal Masken und sowas von und ich hatte das auch schon öfters mal als Goodie mit dabei, wenn ich irgendwo bestellt habe. Also der Karton von diesen Schubladen und auch von diesen Zwischenviechern ist mega stabil. Also das sieht man, ne? Das ist richtig zweiwandig und so und das mag ich gerne, ist sehr robust. In der Nummer 2 habe ich etwas drin von einer Marke, die ich nicht kenne. Organic Cup, Organic Wash, Intimate Wash for Body and Menstrual Cup. Sehr geil, 10 Milliliter. Ich verwende ja auch eine Menstruationstasse, sofern mein Körper es zulässt, um das mal so zu sagen. Und da kann man die Menstruationstasse mit sauber machen und halt auch ein Intimwaschgel quasi. Sehr, sehr gut. Verwende ich auch wirklich jeden Abend. Die Nummer 3 ist natürlich auch mit dabei und hier haben wir irgendwie so eine Maske. Delidea Bio Cosmetics BB Cream. Nee, ist das eine BB Cream? Das ist ja interessant. BB ist ja Beauty Balm, ne? Hydrating, Restructuring. Mit grünem Tee, also mit Matcha, Green Tea und Avocado. Hä? 2x10 Milliliter? Nee, guck mal. BB Cream Haar verleiht Struktur. So, das ist für die Haare. Nach dem Shampoo auf die gewaschene Handtuch trocknen, auf das gewaschene Handtuch trocknen Haar auftragen. So. Ich habe mir echt gerade gedacht, warum BB, ne? Das wäre ja witzig. Aber gut. Nee, es ist eine Haarmaske. Hier in der Nummer 4 haben wir etwas von Stix und da hatten wir auch schon mal so eine ganz witzige Handcreme, die mit Kartoffel, glaube ich, ist. Ne? Und das hier ist eine Shea Butter Body Cream mit 50 Millilitern. Finde ich sehr interessant und da ist ein Schneemann drauf. Das finde ich sehr, 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 sehr süß gemacht. Also ein passendes Produkt für einen Adventskalender. Wird dann auch sehr nährend sein und das freut man. Da freut man sich drüber in einem Adventskalender. Am Tag vor Nikolaus wird, ja, Sammy hat gerade ein Leckerli gekriegt, Entschuldigung, wird an die Lippenpflege gedacht, denn keine Ahnung, ob das, na, das passt nicht zum Tag vor Nikolaus, ne? Nee, da ist nicht so der Knutschi-Tag. Everon Lippenpflege von Veleda pflegt und schützt mit wertvollem Bienenwachs und soweit ich gehört habe, soll die sehr, sehr gut sein, aber ich meine, dass sie doch mal ein anderes Design hatte, oder? Weiß ich nicht, kommt mir aber gerade relativ bekannt vor vom Namen, aber nicht vom Packaging. Oha, oha. Zu Nikolaus kriegen wir eine Zahnpasta. Das finde ich eher uncool, muss ich sagen. Also hätte man echt nicht in... Nein, an einen anderen Tag. Aber nicht an eine 6, 12 oder 24. Das finde ich schade. Officina Natural, Cosmetici Naturali Gel Denti... Ja, schön, ne? Zahnpasta ist gut, kann man gebrauchen, aber ich persönlich suche mir wirklich lieber selber meine Zahnpasta, die ich halt für meine spezielle Zahnbedürfnisse, weil das ist halt wirklich eher ein medizinisches als ein kosmetisches Thema, selber aus und kaufe mir die dann auch, ne? Das ist ein bisschen schwierig. Auf der Nummer 7 steht ein Magic drauf und hier habe ich von Lea Nature So Bioethic Aroma Eukalyptus Globulus. Hä? Irgendein Öl, 15 Milliliter. Ist das hier gegen Erkältung und so, damit man besser durchatmen kann? Das würde jetzt gerade für mich sehr gut passen, fände ich klasse. Es ist natürlich hier sehr viel auf Französisch drauf. Ne? Ich hätte nicht gedacht, ist Eco Verde eine französische Homepage? Wüsste ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt so nicht. Aber ja, gut. Ne? Riecht auch sehr, sehr angenehm hier raus. Ich kann mir vorstellen, dass man damit auf jeden Fall inhalieren kann. Und das werde ich heute Abend mal ausprobieren. Warum eigentlich nicht?
Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und das macht sie auch mit einem relativen Klassiker für einen Pflege-Adventskalender, und zwar mit einer Handcreme. Die Marke hier ist ganz witzig, die nennt sich Urte Kram Dare to Dream Nourishing Hand Cream Soft Wild Rose 75 ml. Das hatten wir, glaube ich, mal in der Goodiebox mit drin als Bodylotion. Finde ich sehr angenehm, hat einen tollen Duft und ja, habe ich jetzt eine neue Handcreme. In der Nummer 9 dürfen wir uns über gleich zwei Produkte freuen. Das ist beides von Soul Tree Nourishing Hair Oil und Indian Rose Face Wash. Okay, einmal das Nourishing Hair Oil mit Metika, ich kann es nicht aussprechen, und Kokosnussöl 30 ml. Sowas gibt man sich dann meistens in die Haarlängen und Haarspitzen ein, damit das Ganze halt ein bisschen mehr genährt wird und das Ganze nicht so splissig aussieht. Meine Haare sehen jetzt heute sehr, sehr fisselig aus, weil ich hatte die, also es ist wirklich super trockene Luft und so, ne? Und ich hatte die den ganzen Tag heute in so einer Klammer drin, ne? Deswegen ist das alles sehr elektrisiert heute. Aber ich kriege die irgendwie nicht glatter als so heute. Egal. Und dann haben wir hier noch das andere, das gelbe Ding. Indian Rose Face Wash. Okay, mit Turmeric, das ist Kurkuma, glaube ich, und Honig. Für trockene bis normale Haut, das passt für mich. 30 ml haben wir hier drin enthalten. Und das ist einfach zur Gesichtsreinigung. Ja, schön, ne? Direkt zwei Produkte in der Nummer 9. Die Nummer 10 ist spektakulär gefüllt, muss ich sagen. Also zum einen haben wir hier von Domus Olea eine Eco Bio, Gott, das ist alles in einer anderen Sprache, ne? Sebum Lift Purifying and Restoring Mask. Zwei Anwendungen hast du hier drin, 20 ml. Okay, das ist dann wohl eine Gesichtsmaske, würde ich sagen, ne? Hier oben hast du auch so ein Rausdrückvieh, sodass du es auch wirklich verschließen kannst, was ich sehr, sehr gut finde. Und als nächstes haben wir hier so einen Beipackzettel und ein Schwämmchen. Ist wohl ein natürlicher Schwamm aus dem Meer, also richtig Schwamm. Sieht auch sehr natürlich und sehr rustikal aus, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Und in Kontakt mit Wasser wird dann wahrscheinlich sehr fluffig. Und damit kann man das Gesicht sauber machen. Ja, cool. In der ersten Schnapszahl, der Nummer 11, haben wir etwas von Lady Green Paris drin. 100% natürliche. Ach, das ist ein Grüntee Blotting Papers für ölige Haut. Hier sind 50 solche Papiere drin. Ne? Ich habe keine ölige Haut, ich habe eine trockene Haut. Also für mich ist das nichts, aber sicherlich für die Leute sinnvoll, die eine ölige oder Mischhaut haben. Ja, da sind sehr alternative Produkte drin. In der Nummer 12 haben wir nämlich auch so ein 18-in-1 Produkt mit Teebaum. Pure Castile Soap for Body, Hands and More. Also du kannst es wirklich wohl für alles Mögliche verwenden, als Seife, als Körperwaschkram, ich glaube sogar als Zahnpasta-Ersatz oder so ganz, ganz verrücktes Produkt. Hatte ich auch letztes Jahr, ich glaube sogar in diesem Adventskalender drin oder in irgendeinem Männer-Adventskalender. 60 ml sind hier drin. Spektakulär, ne? Ach schön, in der Nummer 13 haben wir was von Tautropfen drin. Hatten wir letztens erst in der Trend Raider Box, meine erste Trend Raider Box, voll geil. Sea Bactorn, zwei Phasen Pflegeserum für trockene Haut. Sehr schön. Feuchtigkeitsspendend und jo, da sind 10 ml drin. Und das ist dann wohl ein Serum, was man nach dem Toner und vor der generellen Gesichtscreme verwendet. Tautropfen ist eine schöne Marke. Und das ist immer so edel alles, ne? Das ist hier unten aus Glas und hier sind wirklich zwei Phasen drin. Und das kann ich mir im Winter halt auch sehr gut vorstellen, weil da verwende ich auch gerne Gesichtsöle. Jetzt aktuell habe ich auch eins in Anwendung, was ich morgens verwende, ne? Damit mein Gesicht halt ein bisschen mehr genährt wird und lebendig wird. Und da kann mir das auch helfen. Ich habe mich schon gefragt, wann wir hier mal feste Produkte bekommen. Jetzt in der 14 haben wir nämlich eine Aleppo-Seife drin. 35% L'Oreal Aleppo Soap. Für hypersensible Haut. Von Tade. Okay, so heißt es auf jeden Fall. Hammam. 100 Gramm sind hier drin enthalten. Und Aleppo ist, glaube ich, auch eine Stadt, ne? Und nur Seifen, die in Aleppo hergestellt werden, dürfen sich auch Aleppo-Seife nennen. Das ist auch eine ganz spezielle Geschichte. Und das schaut so aus und ist einfach dann eine reinigende Seife, die man, glaube ich, auch so für Gesicht und Körper nehmen kann. In der Nummer 15 ist sowas Niedliches drin. Oh mein Gott, das ist ein Pinguin, der schläft und der hat eine Schlafmütze auf. Das ist ein Massagebalsam ruhiger Schlaf, natürlichen Ursprungs, Inhaltsstoffe 30 ml, 100% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs, so. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob man das so an den Kopf dran macht oder ob man... Ja, das macht man tatsächlich so hier an den, hinter den Ohren und so. Oh, mega angenehm. Das finde ich cool, wenn man nicht schlafen kann oder so, dass ne, man das sich selber so einmassieren kann oder der Partner das halt macht und so. Das stelle ich mir sehr, sehr schön vor.
In der Nummer 16 haben wir Niacinamid und Zinko, also Zink drin. 30 Milliliter von La Saponaria. Und das wird wohl so ein Serum sein, ne? Kommt in so einer Pipettenflasche und die Flasche an sich ist grün, damit halt das Serum nicht angegriffen wird von der Sonneneinstrahlung. Und das finde ich sehr interessant. Meine Haut liebt Niacinamide. In der Nummer 17 haben wir ein interessantes Produkt drin, und zwar von Aromastick, also ein Aromastick-Riechstift, ein Inhalator nasal. Okay, Refresh, ein erfrischender Duft für ein Gefühl freien und frischen Atmens. Das ist auch echt gut, 0,8 Milliliter sind da drin. Jetzt gerade zur Erkältungszeit, also ich persönlich hätte mir das, also ich werde das jetzt auch verwenden, ich hätte mir das tatsächlich auch gewünscht, ne, so in den letzten Tagen, wenn man halt so gar nicht durch die Nase atmen kann und nur durch Nasenspray überhaupt durch die Nase atmen kann. Sowas echt geil, also da freue ich mich drüber. Mit Biomenthol und Bio-Eukalyptusöl. Holla die Waldfee in der Nummer 18. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Haben wir ein großes Produkt von Joik. Und das ist ein Coffee and Sugar Scrub. Mega interessant. Ja, wahrscheinlich für den Körper, ne? Ist es lose? Nee, das scheint fest zu sein. Also quasi cremig. 75 Milliliter haben wir hier drin. Und ich liebe Kaffee und ich liebe Zuckerpeelings. Und ein Kaffee-Zuckerpeeling ist natürlich ein Träumchen, ne? Mag ich gerne. Schön. In der Nummer 19 haben wir ein seifenfreies Waschstück drin von Bioturm Naturkosmetik, pH-hautneutral, milde Reinigung für den Körper, laktosensitiv, Wirkkomplex, und hier sind dann auch wahrscheinlich so 100 Gramm drin. Ja, 100 Gramm sind hier drin enthalten, und das ist halt ja einfach ein festes Duschgel, würde ich mal dazu sagen, was dann halt auch super sanft und mild zur Haut ist, und sowas mag ich gerne. Das Einzige, was ich nicht in fester Form mag, ist tatsächlich Shampoo, ansonsten verwende ich mittlerweile alles sehr, sehr gerne. Riecht auch tatsächlich noch nichts und schaut so aus. Ich lasse das hier mal drin, weil oft schmilzt es ja auch schon bei Körperkontakt, ne? Mit der Körperwärme. Ist sehr schön hier eingepackt. Das ist halt echt, also mag ich gerne leiden und bin gespannt drauf, das auszuprobieren. In der Nummer 22 haben wir ein Produkt drin, was ich von einer anderen Marke schon kenne. Das ist von We Love Deodorant, also von We Love, das Deodorant. We Love the Planet, You Love Staying Fresh Naturally, Sweet Serenity, 65 Gramm bzw. 58 Milliliter sind hier drin. Und das ist so ein Deo-Stick, den man ja einfach, also durch die Körperwärme schmilzt der dann quasi unter den Achseln und wird halt zu Deo. Und du kannst den hier mit dem Finger einfach so hochschieben. Riecht mega angenehm. Und sowas verwende ich gern abends. Also das ist so mein, ne, nachdem ich meine Achseln rasiert habe, mag ich das auch ganz gerne verwenden. Das brennt auch nicht und so. Riecht angenehm nach Rose. Oder nach, nee, auch ein bisschen so Sandelholz, Patchouli ist es, ne? Aber auch ein bisschen floral, würde ich dazu sagen. Sehr, sehr interessant. Oh, in der Nummer 21 haben wir tatsächlich von Farfalla ein Parfum. Farfalla Perfumes Eau de Parfum Collection Set Naturparfüm. Okay. Oh, ein Set ist dann vielleicht hier drin. 5x2 Milliliter. Okay, es sind im Prinzip Parfümproben, ne? Und dann haben wir hier wahrscheinlich, ja, 5 verschiedene Düfte drin. Gut, ich bin kein Fan von Parfümproben in Adventskalendern, aber wenn die hier ein komplettes Set reinpacken, wo du ja im Prinzip 10 Milliliter drin hast, ist das okay, meine Meinung. Einmal Aura 1968 haben wir hier mit dabei. Hippie Rose, geil. Alle Sprühflaschen, finde ich klasse. Vanilla Nuvola, auch cool. Nomad und No Fake. Mega cool. Also mir gefällt das sehr, sehr gerne. Farfalla ist ja der Schmetterling und deswegen sind da auch überall Schmetterlinge drauf abgebildet, ne? Richtig hübsch und so ein Parfümset, ne? Das mag ich wirklich gerne. Und das ist auch in einem 75 € Adventskalender vollkommen in Ordnung. In der Nummer 22 habe ich einen alten Bekannten drin, und zwar von Pai. Das ist das The Light Fantastic Calm. Nee, doch nicht. Ich dachte, das wäre das Rosehip, aber ist das nicht. Ist nicht das Hagebuttenöl, mal was anderes von Pai. Kakao und Schisandra Ceramid Face Oil. Geil, 10 Milliliter. Weil ich finde, dieses Hagebuttenöl stinkt. Das verwende ich für meine Hubis und meine Mumu, aber nicht für mein Gesicht, weil ich den Duft nicht leiden kann. Und das sieht ja schön aus. Ach, guck mal, du hast da auch so wegfliegende, wie heißen die? Pusteblumenviecher, ne? Voll cool. Nee, finde ich sehr interessant. Ist eine Glasflasche mit einer Pipette und das werde ich mal ausprobieren. Ceramide sind ja auch schön hautberuhigend und nährend und so, ne? Das finde ich klasse. Wow, in der 23, am Tag vor Heiligabend, haben wir gleich zwei Produkte drin. Und die
bereiten uns auf jeden Fall auf Heiligabend vor. Beide sind von Leo Hellinger Cosmetics Traubenkern Peeling, habe ich einmal hier drin. Revitalisierend für einen frischen, reinen und strahlenden Teint. Wenn es fürs Gesicht ist, werde ich das nicht verwenden. 75 ml sind hier drin enthalten, weil ich persönlich nur noch Säure- oder Enzympeelings für meine sehr sensible Haut verwenden möchte. Aber das ist nicht schlimm, denn wir haben ja noch was hier mit dabei. Und zwar Sauvignon, eine Maske. Intensiv regenerierende und feuchtigkeitsspendende Anti-Aging-Maske. Auch hier 75 ml drin. Das finde ich richtig, richtig cool. 75 ml in so einer Tübchenmaske, Tubenmaske, da hast du aber ganz schön lange was von. Mit strahlend reiner, porentiefer reiner, was? Mit einer wundervollen Gesichtshaut. Können wir auf jeden Fall den 24. Dezember, also Heiligabend, anschauen. Hier habe ich etwas drin und zwar von Demeter Di Nicolai. Keine Ahnung. Bio-Traubenkosmetik aus Österreich, zertifiziert biodynamisch, dermatologisch getestet. Ein Augenserum, das spendet Feuchtigkeit und kräftigt. Und hier sind 15 ml drin enthalten. Das heißt, wenn das so eine Aufmachung hat und nur 15 ml drin sind und das in der 24 drin ist, ist das bestimmt sehr, sehr hochpreisig, ne? Oh lala, das sieht echt sehr fancy hier drin aus. Und ja, hier haben wir das Produkt. Sehr schick, also in so einem kleinen Pumpspender und wie halt so ein Serum halt so ist, ne? Finde ich echt sehr schick. Und hier unten das Milchglas, mag ich gerne leiden. Mein Fazit zu dem Adventskalender? Man bekommt auf jeden Fall das, was man erwartet, nämlich sehr interessante, bunt gemischte Naturkosmetik, die hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich Pflege bedeutet, denn das ist ja auch das, was wir bei Ecoverde finden. Also von daher finde ich das ziemlich cool. Ich denke auch, dass der Warenwert hier nett sein wird. Er wird jetzt nicht überragend sein, dass wir sagen, wir haben jetzt einen fünffachen Wert oder so, aber wir werden einen soliden Wert haben und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt in dem Sinne, dass wir halt Produkte hier drin haben, die auch wirklich verwendbar und praktisch sind. Wir haben nicht 20 verschiedene Gesichtscremes, sondern schon irgendwie alles so bunt gemischt, ne? Also schon ganz cool. Man ist rundum gepflegt von Kopf bis Fuß und das mit dem Adventskalender, wenn man halt wirklich drauf steht, dass man halt reine Pflege-Adventskalender haben möchte, ist das auf jeden Fall eine Empfehlung, würde ich sagen. Und ja, deswegen würde ich sagen, wenn dich das interessiert, schau in der Infobox vorbei, da habe ich den Link reingesetzt. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!